Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Downpour Part 26. Ich bin der Lord Langster und freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Weiter geht's hier im Silent Hill Waisenhaus, in dem wir jetzt schon sehr, 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 sehr merkwürdige Dinge erlebt haben. Wir haben auch einen ziemlich schlimmen Verdacht gehegt im letzten Part, und zwar, dass eventuell unser Sohn hier gelandet sein könnte. Das kann man natürlich noch weiter spinnen, ob Nape hier unseren Sohn nicht vielleicht sogar hierher verkauft hat. Also wir wissen ja noch nicht so richtig, was genau passiert ist. Bisher haben wir angenommen, unser Sohn ist gestorben und dass Nape hier damit wahrscheinlich irgendwas zu tun hat. Aber es gibt mittlerweile Indizien, die eben behaupten, dass unser Sohn vielleicht hier gewesen sein könnte, zumal auch dieses psychologische Gutachten eventuell, ich weiß nicht, es wird da über unseren Sohn geredet oder nicht. Wir müssen es unbedingt herausfinden. Das ist super wichtig für uns. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört an den flackernden Neonröhren und haben uns erstmal nicht weiter getraut. Da kommen wir nicht durch und jetzt geht's halt weiter in den Hauptraum. Ja, da passiert natürlich erstmal nichts. Da ist der Haupteingang. Guck mal, da könnte ich jetzt eigentlich auch hier rüber, ne? Was? Was geht denn ab? Wow. Was ist denn das jetzt? Eine Waffe? Ich habe die Pistole, ne? Oh, da kommt noch einer hochgeklettert. Was soll das denn? Okay, zwei. Was war ich denn jetzt? Aufheben? Oh, guck mal hier, eine Axt. Nimm sie doch! Habe ich dich eingequetscht. Oh, da kommt die natürlich jetzt zur Hilfe hier. Oh, da ist eine dritte. Ach, scheiße. Ey, Leute, das ist jetzt. Oh, wie ich hier gerade nichts sehe, ne? Okay, die ist runtergefallen. Ich hoffe mal, das ist was Gutes. Und ah, die andere ist runtergefallen, ne? Ach, guck mal, die ist noch nicht tot hier. So, ich hoffe, ich habe jetzt meine Pistole nicht dafür fallen gelassen. Nee, da haben wir sie noch. Okay. So, da könnte ich mir vorstellen, da ist doch bestimmt ein Medikit drin, oder? Nee, da ist nichts drin. Jetzt ist der Sturm wieder vorüber. Mein Gott, was hier für komische Sachen passieren. Das ist ja voll verrückt. Vielleicht hätten wir uns einfach mal in den Windsturm begeben sollen und dann wären wir einfach oben rausgeschossen worden, wären auf dem Dach gelandet. Und hätten so wahrscheinlich das Waisenhaus überspringen können, ne? So Speedrun-Exploit. Ja, geht wahrscheinlich eh nicht. Nee, Steine wollen wir nicht aufheben. Wir behalten unsere Axt. Hier liegt ein kleiner Schrank und deswegen komme ich da jetzt nicht rüber, ne?
Das war so klar. Ja, aber gut, da drüben waren wir ja schon. Da haben wir den ersten Reim gefunden. Ja. So, willkommen im Westen. Ne? Jetzt müssten wir hier auf der anderen Seite sein. Genau. Und wir gehen erstmal oben in die Abstellkammer, dann in die Toiletten, die einen seltsamen Durchgang haben. Ja, das haben wir ja auch schon festgestellt, ne? Alle Raumnamen sind irgendwie abgeändert. Und das auch noch handschriftlich, ne? Also man sieht da ja ganz deutlich, dass da mit Tipp-Ex drüber gegangen wurde. Dann gucken wir uns gleich mal die Special Toilets hier an, ne? Warum die in einem so großen Raum sind. Ach, hier geht's gar nicht durch. Ja, dann gehen wir gleich in die Toiletten. Können ja hier nochmal UV'en. Aber das bringt uns auch. Oh, da ist. Lol, das war ein roter Vorhang. Was soll das denn jetzt schon wieder? Der Stuhl bewegt sich nicht mehr. Der hat ja gerade noch geschaukelt. Warum war denn das jetzt hier ein. Warum steht denn hier Toiletten? Das ist ja mal alles andere als eine Toilette, ne? Oh, da liegt ein Zettel. Dass ich hier immer falsch drücke. St. Maria's Institute von niemanden an niemanden. Name der Person gibt's nicht und es gibt auch keinen Betreff. Sehr geehrter Herr, Frau, wir möchten unser größtes Bedauern für den tragischen Verlust Ihres Sohnes am 2. Mai während einer chirurgischen Operation ausdrücken. Trotz der Bemühungen der behandelnden Chirurgen verhinderten medizinische Komplikationen alle Anstrengungen, ihn wiederzubeleben. Wir möchten Sie noch einmal freundlich darauf hinweisen, dass dieser chirurgische Eingriff durch die Vereinbarung autorisiert wurde, die Sie bei einer Einweisung Ihres Sohnes in unsere Einrichtung unterschrieben haben. Also hat unser Sohn vielleicht doch einen Unfall erlitten und wir haben ihn dann hier nach St. Maria eingeliefert und. Unser Sohn ist hier vielleicht gar nicht gestorben. Oh mein Gott, was ist denn hier? Was ist denn hier nur los? Jedenfalls ist es nicht koscher. Gucken wir mal hier rein, ne? Was? Das Spielzeug sieht wie. Was? Hä? Okay. Scheiße, jetzt habe ich ganz Spaß. Was haben wir da jetzt aufgesammelt? Wieder so ein Artefakt. Irgendwas mit Napier. Na, da muss ich mal, wenn wir das Spiel mal fertig haben, unbedingt dran denken, dass wir nochmal ins Extra-Optionsmenü gehen, ne, und uns das Ganze mal anschauen. Bin eher am Überlegen, ob ich vielleicht sogar mal so einen zweiten Run mache, wo wir mal richtig schnell durchmarschieren, aber eben. Die Kerzen da mal lösen, also dieses zusätzliche Rätsel. Sonst sehe ich erstmal nichts Auffälliges hier drin. Ich verstehe nicht, warum da jetzt ein roter Vorhang war, also. War das jetzt einfach nur mal so, just for fun, oder?
Das ist ja nicht mal annähernd eine Toilette, ne? Verstehe ich nicht. Warum da auf der Karte Toilette steht. Sieht eher aus hier wieder wie Küche und Essensausgabe. Oh, wow, warte mal, ich wollte hier noch gar nicht rein. Okay, wir hören sie, können sie aber definitiv nicht sehen. Ich glaube, wir gucken jetzt doch erstmal in die Küche, ne? Kann mir vorstellen, dass dann die Tür von Küche in den Hauptgang verschlossen ist. Andererseits könnte auch genauso gut die Tür im Hauptflur verschlossen gewesen sein, ne? Naja, gut. Aber zwei so riesige Küchen? Ne, wir haben ja im Erdgeschoss schon so eine riesige Küche gehabt. Warum gibt es denn jetzt hier im Obergeschoss noch eine? Also es wird doch wohl möglich sein, mit einer so einer großen Küche dieses ganze Haus zu versorgen, zumal so viel Klassenzimmer. Was jetzt machen? Wir gehen jetzt noch mal ins Treppenhaus, oder? Jetzt hören wir das Mädchen auch nicht mehr. Ist die Tür jetzt offen oder zu? Die ist offen. Okay. Och, wo kommt ihr denn alle her, sag mal? Um Gottes Willen. Sperre die jetzt einfach hier ein, ne? Ja, aber wenn er die Tür nicht zumacht. Oh. Ach, Murphy, komm, wir probieren es nochmal. Wahrscheinlich verliere ich da jetzt auch wieder mehr Energie, als wenn ich gekämpft hätte. Komm jetzt her. Boah, pfuh, ey. Ja, okay, der macht die Tür dann aber nicht zu. Oh. Okay, ich bekämpfe dich. Ich komme. Oh, ich nehme Medikit, sicher ist sicher. Ah, ich sollte mich mehr decken. Eins, zwei. Oh.
Ja, ist klar. Jetzt ist natürlich mein Rex kaputt. Ist klar, ist klar. So, jetzt ist natürlich die Tür auch offen. Gut, dann nehmen wir jetzt das Beil mit. Punkt. Wenn die Axt jetzt schon kaputt ist. Zimmer, okay. Gehen wir mal hier durch. Aber eigentlich ist es ja auch ganz nett, dass die Gegner so ein bisschen eingeführt werden, ne? Dass die halt nicht einfach so irgendwo rumstehen, sondern dass die halt aus irgendwelchen Ecken gekrochen kommen und auch mal Hindernisse überwinden, um dich zu erreichen. Ist eigentlich ganz nett gemacht. Tja, ihr Kleinen, wenn ihr noch größeren Widerstand leistet, dann geht's ins Wassergefängnis, ne? Das kennen wir ja alles schon. Das hier ist ja noch Kindergarten eigentlich. Im Wassergefängnis war es ja dann erst richtig krass für die Kleinen. Oh Mann. Wenn wir rauskriegen, dass die unseren Sohn hier misshandelt haben, dann. Dann rast ich aber aus hier, ne? Dann ist Polen offen, wie man so schön sagt, ne? Es nimmt einfach kein Ende hier. Natürlich checken wir noch die Räume, bevor es wieder nach unten geht. Hoch kam man nicht. Nee. Tja, was soll das hier schon wieder, ne? Oh, die scheinen tot zu sein. Ich helfe noch mal ein bisschen nach, ne? Sicher ist sicher. So, und hier noch ein bisschen. Ist wahrscheinlich voll dumm gewesen, weil ich meine Waffe so mit kaputt mache. Oh, hier war was. Durchsuchen? Hey, wow. Da müssen wir nochmal nachhelfen, ne? Und nochmal. Oh nein. Oh nein, was geht denn jetzt ab? Geh weg! Geh weg! Ah,
Scheiße, wieder zu früh aufgemacht. Ich nehme lieber ein Medikit. So. So. Zack. Hä, was war das denn jetzt? Aha. Warte mal, hier war doch was zum Lesen, ne? Vielleicht lesen wir das erstmal, bevor wir hier weitermachen. Ich glaube, das ist sinnvoll, ne? Internes Memo, Anforderungsnummer 99105-R. Hinweis an die Belegschaft. Bitte beachten Sie, dass die westliche Hoftür im Moment verschlossen ist. Dieses papieressende neurotische Balg ist einen Schritt weitergegangen und hat den Schlüssel verschluckt. Wie kann das sein, dass so etwas ständig vorkommt? Egal. Jedenfalls findet Ende dieser Woche eine Maßnahme statt und ich plane, diese Sache zu dieser Zeit zu berichtigen. Bis dahin müssen Sie leider die Unannehmlichkeiten auf sich nehmen und den gesamten gottverdammten Weg herumzugehen, um in unseren Arztflügel zu gelangen. Roberta Bloch, Institutsleiterin. Gut, also vermute ich mal, haben wir jetzt hier einen Schlüssel drin, ne? Dann probieren wir es doch mal. Also die Mitte wird es nicht sein. Probieren wir es doch mal hier. Och nee. Oh, ist das. Oh, das ist ja scheiße jetzt. Warum sind das jetzt zwei? Komme ich hier raus, ohne zu kämpfen? Nee, ne? Hopp! Oh nein. Oh, jetzt. Ey, lauf doch! Och, was macht denn der da? Da bin ich jetzt irgendwie hängen geblieben. Der ist da nicht weitergelaufen. Ich suche halt irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht, was ich suche. Irgendwie eine Waffe. Nehmen wir den Feuerlöscher. Oh, scheiße, ey. Okay, Mädels, jetzt ist Schluss mit lustig. Wenn ich es schaffe. Oh, da warst du schneller wie ich. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Ey, wie kann man denn hier Schusswaffen nur mit einem Analogstick bedienen? Es geht doch überhaupt nicht. Guckt euch das doch mal an. Oh. Hau ab jetzt, Mann. Boah, ich würde mal sagen, ich nehme mal ein Medikit, ne? Ja, dann kann es ja nur noch die mittlere sein, oder nicht? Guck mal, wir können die schieben. X-Ray. Ach so, soll ich jetzt vielleicht
so. So kann ich also gucken, wer die hat, ne? Okay. Medikamente. Nimm alles mit. Könnt alles gebrauchen. Gut, dann. Schieben wir das mal hier rein. Vermute mal, das heißt nein. Ja, die stellen wir einfach ins Dunkle ab, oder? Da stört sie keinen. Ja, dann nehme ich jetzt wieder die hier, weil die Mitte ist es bestimmt nicht. Es sei denn, ich sage, dass es die Mitte bestimmt nicht ist. Dann ist es die Mitte, ne? Das ist die längstische Logik. Aber das überprüfen wir jetzt erstmal. Vielleicht erzähle ich ja wieder nur Bullshit, ne? So, gucken wir mal. Seht ihr? Die längsterische Logik hat wieder zugeschlagen. Es ist nämlich immer dort, wo ich es nicht vermute und glaube, ne? Mit der Zusatzregel, dass es immer am Ende ist, ja? Also wenn es mehrere Auswahlen gibt, dann ist es natürlich auch immer die letzte Auswahl, an die ich nicht glaube. Wahnsinn. So, Murphy, jetzt beeil dich mal hier ein bisschen. Das dauert mir hier schon wieder alles viel zu lang. Bewegt sie sich nicht mehr, wenn ich da an ihrem Schlüssel rummache? Das hört sich auch schon wieder nicht jugendfrei an, oder? Andererseits, Frauen haben keine Schlüssel, an denen man rummachen kann, ne? So. Starke Vibrationen weisen darauf hin, dass du in der Nähe eines versteckten Objekts Leiche durchwühlen. Ach du Scheiße, jetzt muss ich das hier selber machen. Also ich drehe den linken Analogstick. Ich spüre keine Vibrationen, ich spüre gar nichts. Hallo? Hallo? Ach so, ich soll den gar nicht drehen. Da müsste er sein. Also links unten war der Schlüssel, sozusagen. Irgendwo in der Nierenregion. Jetzt ist da auch noch ein Zettel drin, oder was? Du bist ja ein ganz schlauer Murphy. Ach, gucke mal an. Doch noch ist es nicht für dich zu spät, du musst nicht ewig sühnen. Lässt dich der Gram auch nicht in Ruh, vergiss nicht, dein Schicksal bestimmst nur du. It's the rest of the rhyme. Wonder if that kid will let me through the door now. Scheiße, hat sich jemand gemerkt, wo diese blöde Tür war? Erstmal wollen wir da hinten noch in die Tür, ne? St. Maria's Institute von Hüllebüttelbüll an Name der Person und betreff psychologische Auswertung. Nach zahlreichen Versuchen unter Zuhilfenahme der neuesten experimentalen Behandlungsmethoden habe ich nicht das Gefühl, dass Patient Fortschritte gemacht hat.
Tatsächlich bin ich der Meinung, dass sich der Zustand von Hashbrashna verschlechtert hat. Und jegliche weitere Behandlung dieser Art, egal wie intensiv und oder häufig, seine merkwürdige Persönlichkeitsstörung nicht heilen kann. Meine Empfehlung ist die schnellstmögliche Durchführung einer vollen frontalen Lobotomie. Hochachtungsvoll. Lobotomie. Weiß ich nicht. Ist bestimmt wieder so ein Scheiß mit Kopf aufschneiden und ein Stück Gehirn rausschneiden. Ne, das war ja. Warum nimmt er das denn nicht? Der nimmt das Medikit nicht. Habe ich zu viel oder was? Eh nicht. Wie soll ich denn zu viel haben? Das gab es ja wirklich mal, ne? In den, weiß ich jetzt nicht, 60er, 70er, 80er Jahren irgendwo in Amerika oder so, wo geisteskranken Menschen einfach mal so ein Stück Gehirn rausgeschnitten wurde in der Hoffnung, dass die Schizophrenie dann weg ist. Ja, gibt es ganz merkwürdige Geschichten, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, ist jetzt wieder die Hälfte Bullshit und die Hälfte ist wahr, aber irgendwie sowas, wenn das interessiert, da gibt es ganz, ganz krasse Geschichten und Dokus drüber, wie da teilweise mit behinderten Menschen manchmal umgegangen wird oder umgegangen wurde. Also richtig harter Tobak, also müsst ihr euch, ja, also braucht man schon einen harten Charakter, um das mal zu hören, wenn man sich einfach mal in den Kopf ruft, dass das alles Wirklichkeit ist. Ja, ich komme hier definitiv nicht an das Medikit ran. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich kann mal versuchen, die Waffe wegzustecken. Aber das will er nicht mitnehmen. Definitiv. Na, dann versuchen wir jetzt mal schnell zu dem Jungen zurückzukommen. In der Hoffnung, dass wir dann einen Safe Point haben. Können ja einfach hier runterspringen, oder nicht? Mal da rüberspringen, Murphy. Ach komm, das muss drin sein. Kann ich hier noch eine Krankenakte lesen? Nee, ne? Pass auf, jetzt steht da Pendleton. Kann man nicht lesen. So, dann müssen wir hier durch. Scheiße, ey. Ich weiß echt nicht mehr, wie. Wo war denn der? Wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Gut, das haben wir vorhin schon gehört, ist nichts Neues. Davon lassen wir uns jetzt nicht ablenken. Den Fernseher habe ich auch nicht anbekommen. Warum hier ein roter Vorhang vor der Tür war, weiß auch keiner so genau. So, jetzt sind wir hier. Irgendwie runter muss ich, das weiß ich noch. Ist ja voll Backtracking, ey. Muss Ach, das ist ja scheiße jetzt. Was machen wir denn da jetzt? Okay, so viel dazu. Wir müssen den gleichen Weg wieder zurück, ne? Ich wollte es gerade gesagt haben und dann belehrt mich das Spiel wieder eines Besseren. Ich hier in der Ecke schon genau geschaut. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Wie komme ich denn hier jetzt wieder zurück?
Hallo, kleines Mädchen, kannst du mir bitte helfen? Ich muss zurück. Ich bräuchte einen Schlüssel oder einen Weg. Kannst du mir da bitte helfen? Komm schon, hab keine Angst vor mir. Verdammt. Ich weiß halt leider echt nicht, wie es weitergeht. Und ach so, lol. Naja, warum habe ich das denn jetzt übersehen? Oh, dann gehen wir einfach hier runter, oder? Tja, wo gehen wir durch? Ach, Quatsch. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh. Oh, ich wollte eigentlich Sprint drücken und bin aber eine Taste zu tief gekommen. Okay, schon wieder so ein blöder Raum. Okay. Alles gut, Murphy, alles ist gut. Ja, hier können wir nichts anstellen. Und hier hat es gespeichert. Das finde ich gut. Gucken wir uns den Gang hier jetzt nochmal genau an. Wo bin ich jetzt? Okay. Ja, das heißt für uns natürlich, dass wir jetzt hier pausieren werden, ne? Können ja schon mal gucken. Die Tür scheint aufzugehen. Die auch. Ja, hier haben wir eine Matratze, ein kleines Bett. Ja. Ja, da müssen wir jetzt hier leider wieder Schluss machen. Ich weiß, ihr wollt bestimmt schon wieder weiter gucken und ihr wollt vielleicht sogar längere Parts. Aber nee, das wird dann wieder zu lang für viele andere. Und ich denke, so 30, 40 Minuten ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Und ja, ansonsten wünsche ich euch dann wieder einen wunderschönen Abend noch. Einen schönen Resttag, je nachdem, wann ihr das geschaut habt. Ne? Und möchte auch gerne wieder daran erinnern, dass ihr gerne auch mal in andere Projekte auf meinem Kanal schauen könnt, wenn ihr Lust habt. Hinterlasst mir einen Kommentar und ansonsten schaltet wieder rein zum nächsten Part Silent Hill Downpour mit mir, dem Lord Langster. Ich freue mich auf euch. Einen schönen Abend euch jetzt noch. Bye bye. Euer Langster.